Hallo, grüß euch. Super, dass ihr wieder eingeschaut habt und mir zuschauen wollt, wie ich Assassin's Creed Odyssey zocke. Weiter geht's mit einer neuen Folge. Hören Sie auf! Zum ersten Mal, seit Ares uns mit Krieg gestraft hat, sind die Delos-Inseln frei. Aber wo ist Kyra? Sie verpasst uns keine Gelegenheit, mit ihren Truppen zu trinken. Sie sagte, du hast ihr Geheimnis bewahrt. Ich bin immer noch schockiert. Podarkes war kompliziert, aber trotzdem ihr Vater. Sie zog allein los, um ihn zum Fährmann zu schicken. Alle guten Krieger verdienen eine Verabschiedung. Sogar Podarkes. Bete, dass man uns dieselbe Ehre erweist, wenn unsere Zeit kommt. Doch bis dahin gibt es noch Wein zu trinken und Geschichten zu erzählen. Eine großartige Geschichte. Die Truppe verdient es. Vor allem Thaletas. Aber sicher, wenn du ihn findest. Und erinnere ihn daran, dass ich ihm noch erzählen wollte, wie ich das Auge verlor. Und die Mannschaft? Können wir ablegen? Wenn du es befiehlst. Doch lass sie zuerst mit uns trinken und singen. Du hast dir das auch verdient. Okay. Für den Fährmann. Nun geh in den Fluss der schwarzen Nacht, umarme die endlose Dunkelheit. Wandle unerkannt, auch im Haus des Hades, und ziehe umher mit den Schatten der Toten. Dann war es ja richtig, dass ich oben hingegangen bin. Und dann geht's zum Strand. Du solltest dich nicht allein verabschieden. Ich bin froh, nicht allein zu sein. So lange wollte ich ihn brennen sehen. Nun, da es soweit ist, ich dachte, ich würde Frieden finden. Und was spürst du stattdessen? Früher war es der Wunsch nach Rache. Jetzt Leere.
ist tot, aber du bist noch hier. Die Menschen brauchen dich. Wenn du sie nicht beschützt, wird ein neuer Podarkes kommen und seinen Platz einnehmen. Du hast recht. Sie brauchen mich. Und ich brauche sie. Wir sind Rebellen ohne etwas, wogegen wir rebellieren können. Sie brauchen mich jetzt mehr denn je. Vielen Dank. Was wirst du jetzt tun? Mykonos muss wieder aufgebaut werden. Dann werden wir das tun. Aber nicht wieder so, wie es war. Nicht wie Vater es wollte. Wir machen es zu einer Heimat, in der unser Volk frei sein kann. In der es gut leben kann. Hyra, er ist tot. Deine Rebellen warten. Und sie feiern. Lass uns mit ihnen feiern. Leb wohl, Pater. Gut. Dann gehen wir da oben. Bewohner, da steht ja noch einer. Naletas, was machst du hier draußen? Denken, beten. Das war meine Zeit, Cassandra. Was schreist denn so? Dieser Ruhm hätte mir gebührt, doch du hast mir alles genommen. Na so. Du nahmst Podarkes, du nahmst diese Inseln, du nahmst Tyra, meine Liebe. Ups. Niemand gehört dir, Taletas. Ich nahm dir nicht den Ruhm, ich half dir. Du hast nichts getan. Wir waren verliebt, wie du weißt. Das können wir wieder sein. Ich kann ihr Herz zurückgewinnen. Beweisen, dass ich der Krieger bin, den sie will. Aha. Okay. Schuss noch. Ah, du willst damit kein Bo, oder was? Tschüss. Das hat müssen sein, oder was? Das ist so ein Idiot. Reden. Ist da was zum... Ja, denke mal ja. Ich hab mir's denkt, so. Ich glaube, das ist eh komplett schon auf Null. Ah nein, brauchen wir eh noch. Super. Geht schon. So.
Danke, dass du dort bei mir warst. Ich habe dich gebraucht. Ich wollte dort sein. Das weißt du. Oh, hast du gehört? Sie befördern Thaletas zum Feldherrn und berufen ihn am Morgen zurück nach Sparta. Oh, oh. Soll ich sagen, er wird sicher ein großer Feldherr. Na, er ist tot. Thaletas ist tot. Er griff mich am Strand an. Und zwar wegen uns. Er was? Nein. Warum sollte er? Thaletas. Du Narr. Du Sturer. Bockiger. Wunderbarer Narr. Zu spät. Und deshalb musstest du ihn gleich umbringen? Ja, er hat mich umgebracht. Ließ mir keine Wahl. Ja. Ich schickte zwei Nachrichten und wer reagiert? Thaletas, der Spartaner. Und Cassandra, die Adlerfrau. Ich hätte nie gedacht, dass ihr beiden mir so viel Kummer bereitet. Hörer, es tut mir leid. Mir auch, Söldnerin. Mir auch. Ja, vielleicht hätte ich ihn sagen, ja, er wird ein guter Feldherr, ne? Weiß ich auch nicht. So, bei wem noch verabschieden? Gibt es da noch irgendwem? Na. Okay. Gehen wir. Bereit für den Aufbruch? Odakis ist tot, Kyra ist bei den Rebellen und ich habe andere Ziele zu verfolgen. Dann segeln wir. Ja. Ach so. Vielleicht habe ich Kyra gesagt, dass du eine Rede hältst, bevor wir uns verabschieden. Verabschieden wir uns. Kerete! Beruhigt euch! Beruhigt euch! Cassandra möchte euch etwas sagen! Klar, haben sie noch viel zu tun. Lilia, wir haben gewonnen! Doch jetzt beginnt die wahre Arbeit. Ihr müsst eine neue Heimat errichten. Eine gerechte Heimat. Eine, in der grausame Männer wie Podarkes nie an die Macht kommen. Hebt eure Becher! Auf Cassandra! Auf den Sieg! Welch eine Rede! Doch einigen Rebellen wird das Kämpfen mehr liegen als der Wiederaufbau. Ich glaube, das kam gut an. Natürlich, natürlich! Warum auch nicht? Ich versammle die Mannschaft. Wir sehen uns auf dem Schiff. Sokrates, die Rebellen machen Jagd auf Athena. Was machst du hier? Ich wollte lehren, so wie immer. Doch sei unbesorgt. Ich segle am Morgen auf einem Handelsschiff gen Attika. So weise wie immer. Schön, dass du uns verabschieden kommst. Apropos Verabschiedung. Barnabas, können wir in See stechen? Die Mannschaft ist bester Dinge, wenn auch etwas verkatert. Aber das Schiff ist bereit. Verkatert. Ich wünschte nur, wir würden Kyra nicht mit dem Wiederaufbau allein lassen. Ist man wirklich alleine, wenn man Freunde und Verbündete an seiner Seite hat? Ganz genau. Weißt du noch, was du sagtest, als du die Insel zum ersten Mal betreten hast? Ich sagte, wir sind hier, um Menschen zu helfen. Deshalb kamen wir hierher. Und genau das hast du gemacht. Man nennt dich nicht ohne Grund die mächtige Söldnerin. Wer nennt mich so? Na, er. Nun denn, es ist Zeit, der Mannschaft Befehle zu geben. Wohin segeln wir als nächstes? Gute Frage. Zum nächsten Kultisten? Naja, machen wir zum nächsten Kultisten.
zu meiner Familie. Keine Ahnung. Ich ruhe nicht, bis ich weiß, dass meine Familie sicher ist. Wir tun, was wir immer tun. Wir folgen ihrer Spur, bis ich sie alle wieder zusammengeführt habe. Gut. Eine denkwürdige Nacht. Sehr schön. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Dad. Ich bin raus.